Hallo, ich bin Anna und das sind die Game News von heute. Starfield wurde terminiert. Die ursprüngliche Zeitspanne, in der das Spiel erscheinen sollte, wurde ein wenig verschoben. Dafür haben wir aber ein konkretes Release-Datum von Bethesda erhalten. Am 6. September soll Bethesdas Kronjuwel erscheinen. 2012 konzipierte das Team, welches auch hinter dem Fallout-Franchise steckt, erstmals ihre erste neue Marke. Seit 2015 ist das Spiel in aktiver Entwicklung. Leider hat das Kronjuwel in den letzten Jahren an einigen Verschiebungen gelitten. Dennoch hoffen wir das Beste, denn laut einigen Quellen hängt die Zukunft von Bethesda vom Erfolg ihres Rollenspiels ab. Starfield verspricht tausende besuchbare Planeten, die wir mit unserem Raumschiff ansteuern können. Klingt zwar nach Größenwahn, aber Bethesda will ja schließlich mit Starfield einen Meilenstein im Rollenspiel-Genre setzen. Das klassische Fähigkeiten aufleveln und die Charaktererstellung dürfen natürlich auch nicht fehlen. Starfield ist ja schließlich ein Bethesda-RPG. Du kannst Gegenstände herstellen, deine Waffen individualisieren und ganz viel Basenbau betreiben. Denn ihr könnt euch auf fremden Planeten sesshaft machen oder eure mobilen Basen, aka Raumschiffe, selbst zusammenschrauben. Wie in Fallout oder The Elder Scrolls setzt Starfield auf First- und Third-Person-Shooter-Gameplay. Damit ihr euren Raufbold- und Magier-Fantasien auf den Grund gehen könnt, fehlen die respektiven Kampfstile natürlich auch nicht. Das Ganze wird auf klassische Bethesda-Art ein atmosphärisches Singleplayer-Erlebnis und bietet laut dem CEO Todd Howard reichlich Mod-Support. Folgt uns auf gametv.ch für mehr tägliche Game-News. Bis zum nächsten Mal, eure Anna.